Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Rotze. Und heute habe ich mich mal für Rayman 3 entschieden. Ein etwas einfaches Let's Play. Ich weiß, unser ganzes Team hat sich eine sehr, sehr, sehr lange Zeit nicht gemeldet. Das lag zum einen daran, dass wir ziemlich unmotiviert waren, weil der eine was hochlädt, der andere nicht. Dies und das, bla bla bla. Zum anderen war halt auch irgendwie nicht die vorhandene Zeit da, die man bringen muss, wenn man Let's Plays machen möchte. Das heißt, ich zum Beispiel habe derzeit ziemlich viel Stress wegen Abitur, Vorbereitung, dies, das und so weiter und so fort. Aber jetzt in den Ferien habe ich mich einfach mal entschlossen, Rayman 3 aufzunehmen. Ich weiß nicht, wie weit ich kommen werde. Ich werde jetzt einfach mal hier so eine kleine Aufnahmesession machen. So von maximal 1 bis 1,5 Stunden. Das sollte für 4 Parts oder so reichen, locker. Ja, let's see. Ich mache jetzt einfach mal ein neues Spiel. Und ja. Die schwerste Entscheidung in allen Spielen, wie nenne ich mich? Ja, machen wir einfach mal Rotz. Mit TZ aber. Ich weiß jetzt mal. Ja, ich glaube, man hört die Tastatur sogar in der Aufnahme. Ich benutze jetzt kein Gamepad, weil ich keins hab und so. Und jetzt werde ich erstmal nichts mehr sagen, weil jetzt kommt eine Cutscene und bis gleich. Das war doch mal eine nette Szene. Tja. Schluss mit dem Kinokram. Jetzt musst du selbst spielen. So, jetzt geht's auch los. Ja, das ist jetzt erstmal so ein bisschen auf die Steuerung klarkommen. Oh nein, da ist schon wieder so ein Kohlkopf. Das darf nicht wahr sein. Sie sind überall. Ja. Hey, die schießen auf uns. Das sind mal echte Bösewichter. Genau. Schnappt ihr die roten Dinger, okay? Ich will die ganze Zeit hier irgendwas sagen, aber der Typ redet mir dazwischen, also. Man sollte auch einfach mal erwähnen, dass das Spiel ziemlich dialoglastig ist. Wir werden uns hier nicht stundenlang im Kreis drehen. Ich bekomme langsam schon Krämpfe. Ja. Aber ich werde jetzt einfach mal nichts mehr dazu sagen. Du warst nicht allzu schlecht. Zur Belohnung schenke ich dir deinen ersten Fallschirmsprung.
ohne Fallschirm. So, 100 Levelpunkte, das war jetzt auch nicht wirklich schwer. Noch 1000 Punkte bis zum nächsten Bonuslevel. Ja, man kann hier Bonuslevel freischalten. Wer hätte es gedacht? Nicht, weil es da steht, aber ich werde jetzt wieder nichts sagen. Weil wegen Dialog. Und, wie sieht's aus, du Wurst in der Pelle? Ich mach doch nur Spaß. Du siehst echt sexy aus. Komm schon, gib Papa ein Küsschen. Na los, nimm es nicht persönlich. Schau mal, was ich gefunden habe. Das Handbuch. Da steht alles drin. Wenn wir es lesen, wissen wir, wie du hier herauskommst. Also, es waren einmal die Looms. Sie lebten in Eintracht, Liebe und Frieden. Wie die Hippies. Doch plötzlich die Katastrophe. Ein schwarzer Looms verwandelt die roten Looms in Hutlooms. Die Welt ist in großer Gefahr. Ah, hier steht es. Glowbox ist mit deinen Händen verschwunden. Feige wie er ist, hat er sich sicherlich irgendwo verborgen. Es wird nicht einfach, den Kerl zu schnappen. Zumindest nicht für dich. Ach übrigens, ich habe vergessen zu erwähnen, dass du für alles, was du tust, Punkte bekommst. Schau dir den Zähler an. Ich werde es dir zeigen. Wenn du Punkte hinzugewinnst, erscheint die Anzeige und du gelangst in den Combo-Modus. Da wird es dann erst richtig lustig, denn im Combo-Modus gibt es für jede Aktion mehr Punkte. Du solltest nicht trödeln, denn du verlässt den Combo-Modus wieder, wenn du keine Punkte machst. Noch eine letzte Sache. Mit den Punkten erhältst du Zugang zu verborgenen Leveln. Versuche also möglichst viel davon zu holen. Ja. Okay, das Handbuch scheint ziemlich nutzlos zu sein, aber vielleicht finden wir darin noch ein oder zwei Tipps. Sieh ja, da, die sagen, dass man zum Springen die Sprungtaste benutzen muss. Ohne Quatsch, wer hätte das gedacht? Ah, you don't say, ne? Und hier schreiben sie, dass man zum Schlagen die Schlagentaste benutzen soll. Nee. Gibt es wirklich Typen, die für so einen Mist bezahlt werden? Ja, Murphy, du sprichst mir aus der Seele. ja, hier können wir jetzt erstmal ein bisschen was für unsere Score da oben links tun. Ja, gut, zack, 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 einfach mal ein paar Punkte sammeln hier. Ja. Wieder unten natürlich eben Stand, wir brauchen 1000 Punkte, um das nächste Bonuslevel freizuschalten. Und das schaffe ich in der Regel auch hier im ersten Level. Aber ich kann nicht garantieren, dass ich auch 100% Levelpunkte schaffe, heißt alle Punkte im Level abgreife. Wie gesagt, das kann ich nicht garantieren. Und wie diese Fliege gerade gesagt hat, also Murphy heißt die, müssen wir jetzt Glowbox finden. Das war es, wie gesagt, dieser blaue Frosch da, der uns unsere Hände rausgerissen hat und sich damit verpisst hat. Das war nicht cool. Da ist meine. Ist da mal eine? Ja. So, also bis jetzt können wir nur treten, springen und Helikopter mit den Haaren machen, aber da wird gleich der liebe Murphy nochmal selber drauf eingehen. Ist da noch was? Nee. Und hier kann man viele Aktionen machen, nehmen wir mal an. Ich gehe zu der Schildkröte und kick die einfach mal. Ach, die Jugend hat keinen Respekt mehr. Ja, genau. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Okay, vielleicht sagt die andere Schildkröte auch was. Ach, mein Gebiss! Ich hab mein Gebiss verloren! Ja. Die Story wird sich mit der Zeit von selber erklären. Also muss ich jetzt nicht allzu viel drauf eingehen. Bisschen so analysemäßig zu dem Film, der eben lief. Da kam irgendein schwarzes Vieh, nennt sich Schwarzer Lumps. Die gibt es halt auch bei Rayman Origins und wie gesagt bei Rayman Legends, allerdings sind da einfach gelbe Lumps. Yeah, Rayman, du bist wirklich der Beste. Und hier gibt es die roten Lumps und die schwarzen Lumps. Und die schwarzen Lumps sind halt die nein, ganz bösen Lumps. Das Handbuch sagt, du könntest aus deinen Haaren einen Helikopter machen. Ein Helikopter aus Haaren. Wir haben wohl schlecht geschlafen. Ja, wir haben jetzt schon die 1000 fast voll. Das ist ziemlich geil. Hey, bravo, Rayman. Du bist wirklich der größte Held. Da hinten war noch was. Komm mal her. Gracias. Huch, jetzt bin ich runtergefahren. Wo war ich gerade? Ah ja, bei den Lumps. Und dann gibt es halt noch die roten Lumps. Das sind die ganz lieben. Das sind diese roten Kugeln, die wir einsammeln können, die uns dann auch heilen. Dann kam halt so ein schwarzer Lumps. Der hat alle in schwarze Lumps. Also alle roten Lumps in schwarze Lumps verwandeln. Und jetzt ist die Welt in großer Gefahr.
Hui. Cool. Yippie. Was mir besonders gefehlt an diesem Spiel... Globox, wirst du mir wohl antworten? Ja. Was mir besonders gut gefällt, sind hier halt die Dialoge, die öfter mal vorhanden sind, beziehungsweise einfach, dass es bunt ist, das Spiel. Ich meine, das muss man sich immer angucken. Hier stehen überall mal so Kristalle rum, kann man einsammeln. Das sieht einfach toll aus. Da kann man jetzt nicht jammern. Sieh mal, der Feenrat. Wenn du eine anbaggern willst, dann solltest du woanders hingehen. Hier wimmelt es von alten, total verrückten Schachteln. Apropos Feenrat, wo wir uns gerade befinden, das kann man hier im Menü ansehen. Ich drücke jetzt hier Escape und dann steht da der Feenrat. Da rechts hat man dann halt immer so einen Balken, da steht da, das ist kein Band, das bla 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 bla. Da steht halt immer mal was, also das lohnt sich jetzt nicht unbedingt immer wieder durchlaufen zu lassen. Da steht zwar immer mal was anderes, aber ist jetzt auch einfach nur so für zwischendurch, wenn man mal das Game pausiert hat. Dieses Handbuch ist wirklich unschlagbar. Hier erklärt es, dass Schalter dazu da sind, Mechanismen auszulösen. Nein, ohne Quatsch. Wer hat nur diesen Müll geschrieben? Ja, und der Humor in diesem Spiel ist auch eine Sache. Was ist da los? Ist da jemand? Oh. Oh. Aber das ist die Stimme von Globox. Ja, Mann. Ja, Zeit. Ja, Globox. Sag mal, können wir das hier auch zu dritt machen? Und ja, sagst du? Und da kriegen wir unsere Hände wieder. So viel Freude zu Beginn des Spiels. Ich glaube, uns steht etwas Schlimmes bevor. Das wäre durchaus möglich, mein lieber Murphy. Ja. Da stimme ich dir voll und ganz zu, aber ich will Punkte haben. Gib mir. Ah, und das kann ich jetzt euch auch mal zeigen. Wir haben jetzt hier unsere Hände bekommen. Jetzt können wir nicht mehr treten, sondern unsere Fäuste abfeuern. Oder wir können einfach bam, die Fäuste aufladen und wum, 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 wum. Dafür ist halt auch Rayman bekannt. Er hat Hände und Füße, aber keine Arme und Beine. Das ist ziemlich lustig. Ja. Jetzt können wir mal kurz zu Globox gehen, mal gucken, was er so sagt. Hallo Sterne, hallo Natur. Wie ist dein Name, kleine Blume? Rosi? Ich heiße Globox. Ach, Ray, ist das Leben nicht schön? Ich bin so glücklich. Weißt du was? Ich habe geträumt, schwanger zu sein. Das war klasse. Es gab Heringe mit Schlagsahne. Oh Gott. Also alles, was hier gerade gesagt wird, sollte man nicht ernst nehmen. Das Spiel ist Sarkasmus pur. Also... Diese Schildkröte, machst du mir ein bisschen Platz unter deinem Panzer? Warum nicht? Putzt du gerade? Ja, wie gesagt, man kann das halt nicht ernst nehmen. Da müssen wir jetzt durch. Oh, Rayman, du hast das Licht angemacht. Ist das schön? Oh, Licht. Na bitte, was habe ich gesagt? Da sind schon wieder diese Mistkerle. Und was machen sie nur? Sie greifen den Feenrat an. Was für eine Überraschung. Nach Rayman 2 hatte man mir eine Rolle als Künstler versprochen, der in den Armen eines Mädchens mit, großen Augen die Liebe entdeckt. Und was ist? Ich spiele eine Fliege in einem B-Film. Tja, mein Freund, scheiße gelaufen. Ja, jetzt gehen wir mal hier in den Feenrat rein. Wie viel habe ich jetzt? 98%, das ist ja Hammer. Das ist geil. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen André schnappen, bevor er das Herz der Welt erreicht. Ja. Hey, sieh mal, ein Schalter. Bei jedem Treffer löst er einen Mechanismus aus. Nee, sag an. Ja, hau drauf! Das, was ich hier gerade gemacht habe, ist so, ich drücke hier X und dann können wir durch die Gegend schauen und manchmal befestigen sich so
sowas wie Spinnen halt einfach mal so an der Wand, wenn man die anguckt. Andres Macht wächst. Wenn du weiter trödelst, erzählt er allen noch, er sei dein Vater. Die Anspielung auf Star Wars ist ja auch mal grandios. Also hier werden so viele Anspielungen gemacht, es wird so viel auf Humor eingegangen, also ja. Es ist einfach Hammer. Ich würde auch sagen, dass es mein Lieblingsspiel ist, aber ja, XR, es ist eigentlich mein Lieblingsspiel, allerdings ich zock's einfach nicht mehr so häufig. Ich habe es damals einfach immer wieder mal gesuchtet, ich hatte es einmal durch und dann habe ich es wieder neu angefangen, dann habe ich es wieder neu angefangen, also ich meine, mittlerweile wüsste ich schon... Rayman, fantastisch! Ja. Das würdest du nur ohne dich machen! Also ungelogen, ich müsste jetzt mittlerweile schon bei 20 sein oder so was. Also damals, als ich es mir gekauft habe, einfach gesuchtet bis zum Umfallen. Wenn André triumphiert, knüpft der Globox auf und zwingt dich, Akkordeon zu spielen. Wow. Mir fehlen die Worte. Außergewöhnlich, phänomenal, einmalig. Super, duper, Extraklasse! Juhu! Na gut, du musst nur wieder hochklettern. Jetzt kommt der wichtigste Teil im Spiel. Auf jeden Fall verstehe ich jetzt, warum sich die Feen nicht ins Nachtleben stürzen. Um 5 Uhr morgens mit einem Kater in den Feenrad. Das ist kein Zuckerschlecken. Ja, wobei ich mich eigentlich frage, warum das Spiel ab 6 ist. Ich meine, okay, es ist jetzt nicht wirklich gewalttätig oder sowas. Oh yeah, wir tanzen jetzt erstmal eine Runde. Oh yeah. Allerdings, die Anspielungen, die gemacht werden, das ist schon ziemlich witzig. Da. Entschuldige, da kommt eine Nachricht aus der Zentrale. Es ist der Projektleiter. Er entschuldigt sich im Namen aller für dieses Training. Ich zitiere, ist nicht sehr lustig. Aber er sagt weiter, dass du viel üben musst, denn die Bogenschläge helfen dir, die Hoodlums zu besiegen. Ja, da liegt er gar nicht mal so falsch, denn diese Bogenschläge werden uns ziemlich fett den Hintern retten. André, da ist er. Schnell, schieß schon. Ich kann ihn nicht lange halten. Ja, das war's mit ihm. Hör zu, du Witzfigur. Sobald ich die Energie aus den Herzen der Welt in Hoodlums verwandelt habe, komme ich zurück. Und kümmere mich um dich. Aber was ist denn das? Laserreiniger verwandelt ihre Kleidung in einen Kampfanzug. Ein Kampfanzug? Aber das ist doch genau, was wir brauchen. Du hast recht. Nein, Rayman, fass das Ding nicht an. Das gehört den Hoodlums und ist möglicherweise gefährlich. Haha, sehr schick. Jetzt musst du nur noch herausfinden, wie es funktioniert. Also man muss auch sagen, Tutorials in Rayman 3 sind ziemlich nice. Hier wird einfach auf alles eingegangen, was man braucht, was man bekommt, dies, das. Und das war jetzt halt ein Laserreiniger und davon gibt es halt ziemlich viele. Die werden wir halt alle mal bekommen. Das Überleben aller Völker hängt davon ab. Du sagst mir, wenn ich übertreibe, okay? Okay, Murphy, du übertreibst. Das wird's cool. Und weiter geht's. 58 Punkte, das ist ziemlich scheiße. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Schnell, André nähert sich dem Herzen der Welt. So. Jetzt müssen wir hier ein bisschen was mit den Bogenschlägen üben, dass wir die später auch drauf haben, weil in der Regel, wenn man jetzt die Hoodlums ganz normal angreift, also quasi einfach nur so geradeaus, dann können die diese blocken. Yeah, Rayman, du bist wirklich der Beste. So, jetzt haben wir noch einen Laserreiniger bekommen. Jetzt übt dieser Murphy einfach mal alles mit uns. Halt die ganzen Grundlagen und der Feenrad ist dann halt einfach nur das ganze Tutorial-Kram, das ganze Gebiet hier. Aber es ist hilfreich, das muss man auch einfach mal so sagen. Und jetzt ohne Hände. Ich mach mir die Hose. Ja, dann mach mal du. So. Da gibt's noch ein bisschen Punkte.
Ich wollte jetzt eigentlich da hoch. Jo. Auch da. Ach komm schon. Die Musik ist auch einfach grandios. Ich meine, die haben für jedes Gebiet einfach passende Musik gefunden. Jetzt ist hier so Feenrad, alles schön harmonisch. Wie eine Spinne. Vorsicht, zerkratzt ihr nicht die Nase. Hahaha, lustig. Jetzt können wir nochmal das mit dem Helikopter üben. Hui. Ach nö, das war jetzt blöd. Naja. Halb so schlimm. Ich meine, wir haben es ja jetzt drauf. Ich mach's einfach direkt so. Hupf, hupf, hupf. Ja, jetzt muss ich rumposen. Jetzt kommt das nächste Gebiet. Jetzt reicht. Könnten Sie ein bisschen weniger Lärm machen? Verschwinde, Fee. Zelda braucht dich. Ja. Und wieder eine Anspielung auf Legend of Zelda diesmal. Ja, keine Sorge, ich werde ihn finden. ich mach das erstmal hier mit dem Laserreiniger. Ach komm schon. Ja, ich werde auch überall suchen, aber halt bitte die Fresse. Oh Gott. Was tue ich hier? Das sollte egal sein. Wobei man ehrlich sagen muss, schnell! Finde André und vernichte ihn! Ja, ist klar, aber dann helfen wir. Mit dem Gamepad wäre es viel einfacher, denn die Kamerasteuerung, die macht mir hier so ein bisschen was zu schaffen. Rayman, beeil dich! Sonst werden die Hoodlums über die Welt die Liebe und die Schönheit ziehen! Murphy, du übertreibst. Mal wieder. So, mal gucken. Sag mal, ist dieser Aufruhr vielleicht bei Rayman vorbei? Na, wo hast du dich versteckt? André. Nicht André, sondern André. Und da ist er, ja. Lass ihn nicht entfliehen! Sind Sie es, Schwester Gundula? Nee. Spektar! Das Herz der Welt! Ich spüre es! Es ist dort entlang! So, jetzt wird es ein bisschen dramatischer. Oh Gott. Und hopsti, und hopsti, und da. Rayman, komm! Das Handbuch sagt, dass man hier rauf kann! Ja, das Handbuch ist schon hilfreich. Sag mal, wenn ich du wäre, würde ich kündigen und heimlich für Spider-Man 2 arbeiten. Das wäre gar nicht mal so toll. Die Harmonie der Erde wird zerstört werden! Voll aufs Maul. Yay, Gewinnermusik, aber... Naja. Jetzt geht trotzdem diese Dramatik hier weiter. Och nö, komm schon. Lass mich da hoch. Bitte. Hier ist definitiv noch was. Wusste ich doch. Jetzt weiß ich auch gar nicht, wie lange ich aufnehme. Ich werde jetzt einfach mal einen kleinen Cut machen und im Anschluss direkt weiter aufnehmen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss!